Am 22. Mai geht es um das höchste Amt im Staat. Ihre Stimme entscheidet über ein neues Amtsverständnis und über Österreichs Haltung zu brennenden Fragen unserer Zeit. Viele Bürger sagen mir, sie sind mit unserer Regierung vor allem deshalb unzufrieden, weil sie jeden Unsinn, der aus Brüssel kommt, ohne Widerspruch umsetzt. Das muss nicht sein und das darf nicht sein. Österreich soll nach außen endlich wieder selbstbewusst auftreten und für ein Europa souveräner Vaterländer eintreten. Als Bundespräsident will ich das Selbstbewusstsein der Briten mit der guten, neutralen Tradition Österreichs, wie sie Bruno Kreisky gelebt hat, verbinden. Stimme der Vernunft. Am 22. Mai für Norbert Hofer.